Hallihallo, liebe Leute, und neblig ist es hier in Sepango in Dragon Quest 3, eine neue Stadt, die wir jetzt erkundet haben, nachdem ich so lange gesucht habe, und endlich können wir uns hier erkunden. Wir finden einfach mal gleich direkt Klamotten im Schrank. Irgendwie habe ich so auch das Gefühl, es soll so eine Art altchinesische Stadt sein. So wie die gekleidet sind und so wie die Musik ein bisschen klingt. Und wie auch hier diese ganzen Betten, ich weiß jetzt gar nicht, wie man sie nennt, hier so rumliegen. Was soll ich tun? Meine einzige Tochter wurde Orochi geopfert. Orochi gibt's hier? Yay, Okami lässt grüßen, obwohl das Spiel kam ja weiter später, aber trotzdem. Meine älteste Schwester wurde als nächstes Opfer auserwählt. Das klingt grauenhaft. Jetzt muss ich wirklich stark an Okami denken. Orochi ist wahrhaft ein furchteinflößendes Biest. Ich könnte die Nächste sein. Du musst uns helfen. Erstmal will ich hier runtergehen. Wow, sehr viele Krüge. Na komm, in irgendeinem muss auf jeden Fall was drin sein. Sind aber eine Menge Krüge. Warum stellt man hier so viele Krüge auf, wenn man noch nicht mal alle ergründen kann? Eine Stärkesaat immerhin. Und hier haben wir nichts. Nur eine Stärkesaat haben wir hier. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Wir wollen mir nicht ernsthaft weiß machen. Eine kleine Medaille, okay? Ich will auf jeden Fall noch die 30 kleinen Medaillen zusammenkratzen. Nee, es gibt hier also echt nur diese zwei Sachen. Ah, es ist ein Menschenkopf. Oh, okay, was machst du denn da drin? Ich bitte dich an, bitte. Bitte befreie mich. Bitte lass mich wenigstens lebewohl zu meinem Zuhause sagen. Würde ich ja gerne machen, aber das Spiel lässt mich wieder nicht. Okay, wie kommst du überhaupt in diesen Krug da rein? Aber warum versteckst du dich in den Krug? Meinst du, damit kommst du Orochi davon? Gehen wir mal in diesen Krug, in diesen Brunnen. Und schau mal, was wir hier Nettes haben. Gar nichts, einfach nur Wasser. Wir können hier nur rumplätschern und nass werden. Okay, Fräulein, was hast du mir? Wenn wir keine Leute Orochi opfern, dann würde er alle essen. Alle auch noch? Halt! Ein Reisender. Nee, ich bin ein Fremder. Du suchst nach einem Ort, sagst du? Ja, definitiv. Dann redest du wahrscheinlich über Himikos Schatz. Himiko, wer ist Himiko? Wir geben alles Himiko. Aber sie verlangt dafür, dass wir Opfer nach Orochi machen. Das klingt sehr grauenhaft, dieses Dorf. Wenn ich da hochgehe, komme ich dann nach Orochi? Darf ich gegen ihn kämpfen wie in Okami? Naja, wahrscheinlich nicht so genial. Auch nicht mit so einer genialen Musik, aber trotzdem. Wäre trotzdem geil. Ich bin froh, dass ein Mädchen das nächste Opfer sein wird. Ich dachte schon, ich hatte schon Angst, dass mein Babyjungen ausgewählt wird. Moment, du hast einen Schrank. Ein hölzerner Helm. Okay, gehen wir mal jetzt hier hoch. Folgen wir den Schrein und... gehen in eine Hütte. Verkleiden sich alle Fremden so merkwürdig? Dies ist das Quartier von Meister Himiko. Dann ist hier also die Himiko? Das ist Himikos Raum. Das bist du also? Haben wir uns schon mal getroffen? Nicht, dass ich wüsste. Vergiss es, dann... antworte nicht so. Du hast merkwürdige Klamotten. Ihr Fremden müsst von den Dilemma dieses Landes gehört haben. Und wir brauchen aber keine Hilfe von jemandem wie euch. Ich hasse absolut Fremde. Bitte verlasst dieses Dorf sofort. Ich dachte, ich hätte euch gesagt, dieses Dorf zu verlassen. Ja, haben wir. Vergiss es, antworte nicht so. Egal, was ich antworte, sie sagt dasselbe.
Wollt ihr mich verarschen? Okay, das ist ein bisschen merkwürdig. Egal, ob man Ja oder Nein antwortet, sie sagt, antworte nicht so. Okay. Spiellogik? Enix? Was habt ihr euch da gedacht? Himiko muss wahrscheinlich sehr müde werden, wegen Orochi. Das glaube ich auch. Haben wir hier irgendwas Nettes noch? Ihr habt hier nichts drin? Okay. Noch nicht mal irgendwie sexy Klamotten oder sowas? Verdammt. Wenn wir bloß, wenn es uns bloß möglich wäre, Orochi zu schlachten, dann würde Himiko wahrscheinlich wieder sich erholen können. Und eine mystische Nuss. Das haben wir noch gar nicht. Eine mystische Nuss, die ist neu. Okay, aber sonst ist hier in den Pötten nix. Wieder mal. Ach, verdammt. Na gut. Auf der rechten Seite können wir auch noch gucken. Hier sind noch mehr Pötte. Die haben hier aber sehr viel. Also ich muss sagen, dieses Dorf gefällt mir eigentlich so an sich. Vor allem mit den schön gekleideten Damen hier in Kimono. Naja, wie dem auch sei. Wollen wir hier mal weiter schauen? Eine kleine Medaille, yes. So. Noch mehr. Oh, hier gibt es so viel zu erkunden. Eine Trainingsrüstung. Was auf jeden Fall, was ich als nächstes machen werde. Wir definitiv Sachen verkaufen. Um wieder Geld zu bekommen. Bei den Sachen, die wir hier wieder abstauben können. Okay, mit dir haben wir noch gar nicht gesprochen. Vor kurzem hat Himiko supernaturelle Kräfte erlangt. Was für welche? Kann sie damit Orochi vernichten? Dann soll sie mitkommen. Ich glaube, ich gehe jetzt da mal hin, wenn das die Höhle hier nebenan ist. Wir können sogar hier lang? Ach schade, geht nicht. Egal, dieses Dorf ist auf jeden Fall recht interessant. Ich könnte die Leinen lockern, die an meinem Altar hängen. Ich wette, Yaoi würde dann sicherlich fliehen können. Ja, dieses Mädchen, was wir in diesem Pott entdeckt haben. Aber die will aus diesem Pott nicht raus. Warum auch immer. Moment. Dann mach das. Die kann diese Seile hier an diesen Altar lockern. Dann soll sie erstmal machen. Ich brauche das. Sonst kriege ich Yaoi da wohl echt nicht raus. Aber gut, wenigstens wissen wir, wie wir sie da rauskriegen können. Eventuell, falls das wirkt. Ich würde gerne bleiben in diesem Dorf. sonst haben wir hier nichts. Kein Hotel. Habt ihr kein Hotel? Dann seid ihr ein echt armes Dorf. Ich würde euch gerne helfen, aber... Das Problem ist, dass, Das Problem ist, dass hier gibt's nichts zum Heilen. In Sipango haben die nichts zum Heilen. Warte, kann ich mich jetzt wenigstens hier dann auch hin teleportieren? Yay, kann ich sogar. Gehen wir mal nach Isis. Ich will mich einfach nur heilen. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. So, und ab zum Hotel. Ich weiß, du bist nicht gerade ganz so günstig, aber egal, hier hast du meine 40 Gold. Und dann gehen wir auf jeden Fall in den nächsten Part in die Höhle. Und dann hoffe ich mal, dass in der Höhle Orochi schläft. Dass wir ihn dann auf jeden Fall erlegen können. Falls wir stark genug sind für ihn. Da habe ich ja ein bisschen Angst vor. Wenn es genauso böse ist wie der Troll, dann wird es schwierig. Nein, eben. Egal, schleichen wir auf jeden Fall schon mal. So, Rückkehr. Nach Sipango. Und ab in die Höhle, Leute. So, gehen wir in diese schön feurige Höhle. Hört mal auf die Geräusche. Es hört sich so an, als würde hier so ein Drache oder sowas schreien. Finde ich cool. Wow, aber dieses Feuer will ich jetzt nicht berühren. Das geht auch gar nicht. Wow.
Oh, ein sehr schicker Hintergrund. Ziemlich viel Feuer, aber... Es gibt jetzt hier nicht allzu starke Gegner, aber einen neuen auf jeden Fall. Genau, verschwinde. Lavamann heißt er sogar. Und der macht so wenig Schaden? Für einen Lavamann ist das wenig. Lava würde wehtun. Es würde brennen, das würde schmerzhafte Brandmale verursachen. 50. Grades mindestens. Ach, wir dürfen nicht mehr schleichen. Okay. Arik. Das scheint mir wieder hier so ein sehr lästiges Labyrinth zu sein. Aber sowas gehört dazu. Okay, wenn wir diesmal was... Ruin erstmal erledigen. Ich glaube, du kannst auch böse sein, deswegen... Moment, ich will zwar auf jeden Fall die Magie gleich mal ausprobieren. Im nächsten Kampf. Weil es zieht so viel ab. Egal, wenn wir hier auf jeden Fall raus sind, dann auf jeden Fall bei den nächsten Kämpfen definitiv. Yay, besiegt. Okay, gibt es irgendwo eine Treppe? Irgendetwas. Hier haben wir eine Sackgasse. Schön. Hier gibt's gar nichts. Also schön finde ich es eigentlich nicht, aber... Sieht auf jeden Fall auch mal nett aus. Da haben wir eine Treppe. Genau, hier gehen wir jetzt mal runter. Es wird lauter. Dann kommen wir also näher. Orochi. Wir wollen mit dir spielen. Hier haben wir ihn sogar. Das ist Orochi? Okay. Orochi. 1, 2, 3, 4, 5. Der hat nur 5 Köpfe, nicht 8. Egal. Dann schlachten wir Orochi jetzt. Jetzt gibt es keine Opfer mehr. So, Trash, wir machen wieder mal die altbewährte Strategie. Okay, machen wir erstmal Verteidigungssteigerung für alle. Und dann versuche ich es auf jeden Fall den Angriff zu steigern. Damit wir Orochi schnell erlegen können. Okay, 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 okay. Schnell weg mit diesen Drachen. So, Trash. Bickel auf DJKA. Damit er schon mal richtig schön reinhauen kann. Yay, 130. Okay, sogar normale Angriffe kann er. So, Bickel auf Igel. Na gut, Igel braucht eigentlich fast gar nichts, aber egal, kann er noch mehr reinhauen. Erlegen wir den Drachen. So, nochmal Bickel Arik. Ich finde diese Strategie ziemlich praktisch. Wie erlegt man einen Drachen am schnellsten? Sogar Igel macht jetzt schon 134 Schaden. Also dieser Drache wird nicht mehr lange überleben. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Wo ist es mit der Verteidigung sinken? Ich muss gerade echt nochmal suchen. Scheiße, Ach, egal. Ich greife mit Trash auch nochmal an. Wir müssen ihn ja weiter endlich mal haben, denke ich mal. Bei den Schaden, den wir dir jetzt machen, ist nicht gerade wenig. Okay, diesen Flammenschaden nehmen wir gerne entgegen. So, Orochi, lebe wohl. Ich denke mal, mit diesem Angriff müssen wir doch haben, oder? Ich hoffe, dass wir es noch überleben. Also zwei Angriffe schaffe ich auf jeden Fall noch zu überleben. Wenn er noch zweimal Flamme aufmacht und wir haben ihn. Wir haben Orochi vernichtet. Und bekommen Orochis Schwert. Okay, ist als Verschwunden draufgegangen. Sollen wir hier mal reingehen? Wir folgen ihn. Wer weiß, wo wir jetzt landen. Wir sind wieder in Freiheit. Yay. Okay, das ist die Königin. Sie ist umgefallen. Sie sind alle hier tot. Oh je. Orochi hat hier gewütet. Nee, wir werden im nächsten Part erfahren, was hier Sache ist. Deswegen würde ich sagen, verabschiede mich erstmal hier. Wir machen es spannend. Und wir werden mal im nächsten Part gucken, was hier jetzt passiert ist. Bis dahin, auf Wiedersehen, liebe Leute.